Hallo, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir und vor allem ein frohes neues Jahr 2024. Es ist tatsächlich schon wieder ein neues Jahr. Jedes Mal denke ich, wie schnell kann die Zeit vergehen? Schreib mir unbedingt, wie du Silvester verbracht hast. Also dieses Jahr haben wir ja nicht zu Hause Silvester verbracht. Ich habe dir erzählt, dass wir einmal in unsere zweite Heimat gefahren sind, um ein paar Tage dort, ja, einfach einen Tapetenwechsel zu haben, neue Energie zu sammeln. Wir haben als Familie wieder richtig toll zusammen gefeiert. Die Kinder hatten mega großen Spaß. Und dann 0 Uhr bin ich aber dann bei Mochi und auch Anastasia geblieben, weil für Mochi war das jetzt nicht so toll. Es war ja auch sein erstes Silvester. Und falls du keinen Hund hast oder keine Haustiere hast und das nicht weißt, Tiere finden das nicht so toll mit dem Knallen, mit den Böllern. Das ist einfach viel zu laut und sie verstehen das auch nicht, können das nicht so richtig einordnen. Und ja, für Mochi war das nicht so toll. Er hat sich sehr gefürchtet, vor allen Dingen nicht nur zu 0 Uhr, sondern vorher gab es ja auch schon so ein paar, die dann geknallt haben. Und deswegen bin ich bei ihm geblieben. Das war dann ganz gut so. Und Anastasia hat eh schon geschlafen um die Uhrzeit. Deswegen ist Justus mit den großen Kindern losgezogen und hat sich das große Feuerwerk angeguckt. Das war wohl wunderschön, habe ich mir sagen lassen. Ich habe das auch letztes Jahr nicht gesehen, weil Anastasia da auch noch zu klein war. Aber ich habe aus dem Fenster geguckt und habe da auch einiges gesehen. Also erzähl mir unbedingt, wie du Silvester gefeiert hast. Ich war auch, um ehrlich zu sein, schon ganz schön müde gewesen. Ich bin stolz auf mich, dass ich es überhaupt geschafft habe, bis um 0 Uhr dann noch aus dem Fenster zu gucken, weil ich hatte wirklich zum ersten Mal auch gedacht, eigentlich könnte ich auch schon ein bisschen früher ins Bett gehen. Ich war so müde an dem Tag, hatte auch ein bisschen Kopfschmerzen und so. Aber Justus hat es, wie gesagt, sehr genossen. Da ja, vor allem, Feuerwerk. Hallo. Ja, vor allem mit Elisa, ne? Dass sie dann auch mit dabei war. Und auch durchgezogen hat bis nach Silvester. Also bis. Ja, sie wollte ja unbedingt mit dabei sein dieses Mal. So am Strand, ein bisschen Nieselregen war auch mit dabei. Aber die haben ganz viel Spaß gehabt, die Kinder. Ne? Haben getobt und gespielt. Hier ist ein Hund, falls ich jemand fragt, was hier ein komisches Riesen ist. Ihm geht's wieder gut. Also er hatte wirklich so große Angst, dass er noch nicht mal Gassi gehen wollte. Ne? Mhm. Also noch nicht mal sein Geschäft erledigen konnte. Oder ja, das war nicht schön. Und eigentlich ist er ja so ein gechillter Hund, so. Ihm macht nichts, was, ne, tobende Kinder um ihn herum, alles egal, fremde Leute, er bellt auch nie oder so, aber das fand er nicht so gut, ne? Nee, das fand ja, ich nicht. Ja, dafür sind sie zu klein. Oh ja, Baby. Oh. Ja, neues Jahr bedeutet auch neuer Schwung, neue unfassbar tolle Projekte, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und ich starte ins Jahr auch mit neuen Vorsätzen. Also normalerweise bin ich gar nicht so der Typ mit Jahresvorsätzen. Wenn ich mal so genau überlege, hatte ich die, glaube ich, auch noch nie. Wenn ich mir was vorgenommen habe, so ja, einfach irgendwann, nicht zum Neujahr, dann habe ich das einfach auch gemacht. Aber dieses Jahr ist es irgendwie ein bisschen anders. Und zwar sind das so ein paar Sachen, die ich mir sowieso schon die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen vorgenommen habe, aber nicht so richtig den Schwung geschafft habe, sie zu starten. Und zwar erstens möchte ich unbedingt Sauerteigbrot machen. Du weißt, ich liebe es zu backen, ich liebe es auch Brot zu backen, aber ich habe es bisher immer mit Hefe gemacht. Und auf Sauerteig bin ich gekommen, irgendwie durch, ja, Social Media. Ich habe mir so ein paar Videos angeguckt und dann haben die da mit Sauerteig gebacken und ich fand, das sah so richtig toll aus. Also dieser Sauerteig, der sieht ja auch nochmal einfach anders aus als so ein Hefeteig, ne? Der ist so richtig wabbelig und den muss man auch erstmal richtig züchten. Also ist es schon aufwendiger, als mit Hefe zu arbeiten. Aber irgendwie habe ich da total Bock drauf. Und deswegen habe ich mir in den letzten Tagen, du weißt, ich recherchiere ja immer so viel, erstmal alles an Wissen angeeignet, was ich brauche, um Sauerteig zu machen. Erstmal diesen Ansatz zu machen. Den werde ich morgen starten. Ich habe mir jetzt so ein Glas bestellt mit einem Deckel, den man nur so drauflegt, weil das darf nicht so ein Schraubverschluss sein oder so einen, den man ganz zumacht. Man kann es auch einfach nur drauflegen, aber sieht schon sehr schick aus. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen, weil man braucht für Sauerteig tatsächlich eigentlich auch nur Mehl, also Vollkornmehl, Vollkorn-Biomehl und Wasser. Und eben einfach so ein Glasgefäß, das hast du auch zu Hause. Und ich habe das schon angekündigt auf Insta-Stories und viele haben sich gewünscht, dass ich die Community dabei mitnehme. Das mache ich sehr, sehr gerne. Viele haben sich das nämlich auch vorgenommen, ein Sauerteigbrot zu backen. Und ich hoffe, das gelingt uns zusammen. Chakawinga. Als Community schaffen wir das auf jeden Fall. Den zweiten Vorsatz, den ich mir vorgenommen habe, ist, und da werden jetzt bestimmt ganz viele lachen, weil das ist ein typischer Vorsatz, den eigentlich irgendwie jeder hat, aber ja, den hat man halt so am Anfang, ne? Und dann zieht man es doch nicht irgendwie durch, aber es ist tatsächlich Sport. Also eigentlich bin ich ja schon recht fleißig mit Sport. Tut mir leid für die Waschmaschine oben, aber wir sind frisch aus dem Urlaub zurück, da läuft die erst bei 24/7.
Ja, eigentlich bin ich ja immer recht fleißig mit Sport, es sei denn, ich bin schwanger geworden. Immer wenn ich schwanger geworden bin, habe ich aufgehört mit Sport und zwar komplett. Ich habe das immer sehr ernst genommen, sagen wir es mal so, mit der Frühschwangerschaft. Da wollte ich eben nicht, dass da irgendwas passiert oder so. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe da immer diesen ganzen Springsport auch gemacht, ne? So wie Heat. Das würde ich jetzt auch eigentlich gar nicht mehr machen, weil ich auch gemerkt habe, irgendwie tut mir das gar nicht so gut. Was ich dann trotzdem immer weitergemacht hatte, war so ein bisschen Yoga und damit würde ich auch gerne wieder anfangen. Also Sport, ne? Yoga ist übrigens auch Sport, das ist tatsächlich sehr anstrengend. Mit Yoga möchte ich gerne wieder anfangen, so jeden Tag, so nicht lang, 10 Minuten. Und diese Zeit möchte ich mir auch wirklich selbst nehmen. Einfach wirklich komplett als Me-Time, für mich selbst etwas Gutes tun, für meinen Körper, für mein Wohlbefinden, für meine Gesundheit. Und letztendlich kommt das auch meiner Familie zugute, wenn ich einfach auch wieder ein bisschen fitter bin. Und das möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder werden. Ich habe schon gemerkt, ich roste ein bisschen ein. Das ist alles nicht mehr so ganz geschmeidig, wie es sein sollte. Schreib mir unbedingt, was deine Neujahrsvorsätze sind, falls du welche hast. Falls du keine hast, dann schreib mir gerne, was du dir fürs neue Jahr wünschst. Also ich freue mich riesig auf das neue Jahr und es ist für mich auch immer so ein mega Schwung, nochmal mehr zu machen, anderes zu machen, Neues auszuprobieren. Ich bin da immer voller Elan und ich nutze diesen Elan, den ich selber habe, auch unbedingt aus. Einfach nochmal, um mehr Schwung in mein Leben und auch in das Leben meiner Familie zu bringen. Und super spannend, eigentlich sehr, sehr interessant, dass aktuell wieder Gerüchte im Umlauf sind. Und zwar hatte ich das Silvester-Reel gepostet. Das hast du bestimmt schon gesehen. Das habe ich auch als Short hier auf YouTube hochgeladen, wo wir einfach Silvester gefeiert haben mit den Kindern zusammen. Und nach diesem Reel habe ich wieder so viele Kommentare dazu bekommen, Fragen dazu bekommen, ob ich schwanger bin. Interessanterweise kommen diese Gerüchte immer wieder in einem gewissen zeitlichen Abstand und interessanterweise kommen sie immer genau zur richtigen Zeit. Aber du weißt, vor der 16. Schwangerschaftswoche kommentiere ich sowieso gar nichts, weil ja, das ist die Frühschwangerschaftsphase, weißt du, ich hatte zum Glück toi 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 noch nie eine Fehlgeburt, noch nie einen Abort oder sowas, aber die Angst ist einfach immer da und ich bin da schon immer so ein ja, sehr ängstlicher Mensch, wenn es da um ein Baby geht. Deswegen kommentiere ich da nie etwas. Aber das Spannende ist, es ist ja 2024. Und das ist nicht irgendein Jahr, sondern es ist ein ganz besonderes Jahr nach dem chinesischen Mondkalender. Falls du es nicht weißt, dann erkläre ich dir das kurz. Und zwar gibt es nach dem chinesischen Mondkalender nicht so wie in Europa jeden Monat ein Sternzeichen, sondern jedes Jahr ein neues Sternzeichen. Das heißt, es gibt insgesamt 12 Sternzeichen. Warte, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich muss jetzt selber erst mal googeln. Die chinesischen Tierkreiszeichen. 12 Tiere, das heißt, in jedem Jahr ist es ein neues Tier bis 12 Jahre. 12 Jahre und dann kommt erst wieder quasi der neue Zyklus, wo es dann wieder anfängt mit dem ersten Tier und dann dem zweiten Tier und dem dritten Tier. Deswegen ist es was ganz Besonderes, wenn man in einem bestimmten Jahr geboren wurde und nicht, wenn man in einem bestimmten Monat geboren wurde, so wie es eben hier ist mit den Sternzeichen. Und dieses Jahr 2024 ist das Drachenjahr. Und der Drache ist natürlich das Mega-Symbol, Sternzeichen nach dem chinesischen Horoskop. Und alle, also wirklich alle, die ich kenne, die sich nach dem chinesischen Mondkalender richten, wünschen sich in diesem Jahr 2024 im Drachenjahr ein Baby. Denn es wäre ja dann ein Drachenbaby. Es gibt folgende Tierkreiszeichen. Es gibt Ratte, das ist zum Beispiel ein Geburtsjahr 2020 bzw. 2008 und immer minus 12 Jahre. Büffel, Tiger, Johann ist ja ein Tiger. Hase, Drache, jetzt 2024. Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund, Schwein. Und ja, Drache ist natürlich mega. Und ich habe schon angekündigt, auch ich hätte gerne im Drachenjahr natürlich ein Drachenbaby. Gerne, ja. Ich bin gerade erst jetzt hier mit dem Hund nach Hause. Was für ein Drachenbaby? Ich habe das gerade erklärt mit diesen Tierkreiszeichen und dass dieses Jahr das Drachenjahr ist. Das weiß ja Justus. Das ist auch in dieser Familie sehr präsent. Und auch Johann hat ja auch Drachensymbole und so. Und alle Babys, die in diesem Jahr geboren werden, sind Drachenbabys.
Mal gucken, wofür steht denn ein Drache? Drache. Mutig, selbstbewusst, liebenswert, großherzig, intelligent und ehrgeizig. Das hört sich gut an. So einen Menschen sollte es in unserer Familie noch mal geben, ja. Aha, 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 okay. Aber wir hatten ja gesagt, wir wollen ja kein Babys mehr, ne? Nee, Justus, das haben wir nicht gesagt. Doch, komm. Wir haben gesagt, wir haben ein vierbeiniges Viechhund. Wenn du willst, kannst du ihm ein Drachenkostüm anziehen. Dann hast du einen kleinen Drachen zu Hause. Eigentlich ist er ein großer Drache. Großen Drachen zu Hause. Justus? Mhm, ja. Justus tut jetzt gerade wieder so. Wir haben das Thema natürlich schon besprochen. Und ich wollte nur gucken, wie du darauf reagierst. Mein Schatz. Was ist? Ich habe heute Morgen einen Test gemacht. Was? Was ist das denn? Und der ist positiv, mein Schatz. Was? Das hast du doch selber angemalt. Was soll denn das? Oh, Justus, wo hast du den denn jetzt her? Den hab ich extra für dich gemacht. Du darfst mir jetzt gratulieren. Ich bekomme ein Baby. Ein Drachenbaby. Ein Drachenbaby. Ich gehe davon aus, dass es in diesem Jahr einen absoluten Babyboom geben wird. Ja, in China. Weil in Deutschland weiß keiner von dem Drachenjahr. Doch, jetzt schon. Wir haben wahrscheinlich jetzt gerade das Jahr des Fisches. Oder das Jahr ich denke auch alle. Grünen Ochsen. Alle möchten ein Drachenbaby. Alle. Alle. Und alle dürfen ein Drachenbaby bekommen, aber wir sind ja mit der Familienplanung soweit abgeschlossen. Wenn du willst, kann ich dir noch ein Kuscheltier besorgen. Dasselbe hat er irgendwie bei Elisa und bei Anastasia auch schon vorher gesagt. Komisch. Nee, bei Elisa habe ich gesagt, das ist auch wirklich das Letzte. Und dann haben Anastasia wirklich alle. Aber mehr geht auch nicht. Und dann, als der Wunsch nochmal interessant wurde, dann haben wir den ohne Köter besorgt. Aber mehr geht nicht. Das heißt auch immer, der letzte Hund, nee, letztes Kind hat vier Beine, oder wie war das? Nein, das letzte Kind hat Fell, heißt das. Also okay. Vier Beine, okay, das hört sich ja komisch an. Das letzte Kind hat vier Beine. Also alle, die aktuell schwanger sind oder in diesem Jahr schwanger werden und auch ihr Baby bekommen werden, die werden dieses Jahr ein Drachenbaby bekommen. Also einfach mal hier schon herzlichen Glückwunsch an alle. Aber davon mal abgesehen haben wir dieses Jahr auch noch andere Projekte geplant, davon werde ich dir auch als nächstes erzählen. Was ist? Lass ihn doch. Er möchte doch nur mitmachen. Ja, er möchte doch. Warum meinst du Sabba? Ich muss oben mal die Tür zumachen. Guck mal, wie groß er aussieht. Wie so ein richtig stattlicher. Dabei ist er noch ein Baby. Aber aktuell muss ich ihn wirklich jeden Tag kämmen. Verliert gerade so viel Fell. Ist das jetzt schon Fellverlust? Oder ist das nur sein Babyfell, was er verliert? Weil ich habe das Gefühl, es ist sein Babyfell, was er die ganze Zeit verliert. Auch sein Ohrenbabyfell hier. Ist auch noch so flauschig. Ich nehme dich mit, wenn das mit dem Sauerteig losgeht. Es wird auf jeden Fall ein super spannendes Jahr. Ich freue mich, das Jahr mit dir zusammen zu erleben. Für heute verabschiede ich mich aber. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.